Einen schönen guten Morgen, es ist Donnerstag, der 3. Juni, 3 days out. Am Sonntag ist es soweit, da werde ich auf der Bühne stehen und heute ein Full Day of Eating, knapp 6 bis 6.500 Kalorien werden es wahrscheinlich sein. Genaueres erfahre ich nach meinem Formcheck. Erstmal auf die Waage steigen, dann Formcheck und dann gucken wir mal, was der so sagt. Vor genau einer Woche lag das Gewicht ja bei 100,2, das heißt 7,4 Kilo in 7 Tagen Ladephase. Wir hatten erst eine Fettloading-Phase, jetzt eine Carb-Loading-Phase. Das heißt, wir machen gerade die Muskeln richtig, richtig voll. Nach dem Wiegen aber erstmal Formcheck. Check ist durch. Jetzt gibt es einen Synergy und einen Every Workout und dann geht es direkt nüchtern ins Training. Ich mag das ganz gerne am Wochenende. Wenn der Coach geschrieben hat, was ich zu essen bekomme bzw. wie viel, dann zeige ich es dir natürlich. Training ist durch und Form-Update gab es nach dem Training. Coach geschickt und er hat auch direkt geschrieben. Und heute ist nochmal ein richtiger, richtiger High-Carb-Day. Jetzt! 330 Gramm Eiweiß, 1100 Carbs, 65 Gramm Fett und Schritte extrem low gehalten. Ich habe schon knapp 3000 Schritte. Heute wird zu Hause geblieben, sonst gibt es gar nichts mehr. Aber jetzt gibt es erstmal einen Kaffee mit Chunky Flavor für die Verdauung. Eine Packung Schoko Krispies, um die Carbspeicher ordentlich aufzufüllen. Und hier zeige ich dir noch, was wir geholt haben. Synergy Iced Tea Lemon und Synergy Iced Tea Tropical Passion. Der ist richtig, richtig geil. Schmeckt wie Solero. Die beiden rasieren wirklich alles, die beiden Geschmäcker. Wenn das Video rauskommt, wird es den Geschmack wahrscheinlich noch nicht geben. Aber dann relativ bald. So, jetzt gibt es erstmal einen Kaffee. Und dann mit 50 Gramm Total Protein Schoko Karamell. Weil ich habe dann ungefähr nur noch 12 Stunden für die 1100 Gramm Carbs. Im Training gab es schon 50 Gramm Malto. Das heißt, es stehen jetzt noch 1050 Gramm Carbs aus mit Eiweiß und Fett. Über 6000 Kalorien. Da, erste Mahlzeit. Ich wollte gestern nochmal einkaufen. Ich habe drei Packungen geholt, sonst wäre es nichts geworden. Und für alle, die denken oder schreiben, nimm noch eine größere Schüssel. Nein, das ist meine Lieblingsschüssel jetzt, die ist neu. Bisschen was fällt ja immer daneben, aber ich finde es eigentlich ganz geil. Ist dann so befriedigend, wenn es ganz gut reinpasst. Ja. Und die Schoko Krispies, ja, das sind wirklich meine Lieblings-Cornflakes. Schreib doch mal deinen Favoriten in die Kommentare, was du als Lieblings-Cornflakes gerne isst. Und ich mag die auch pur ganz gern. Und ich habe 600 ml Wasser genommen. Und ein paar Eiswürfel, damit es schön eiskalt wird. Mag ich auch richtig, richtig gerne. Makros von der Mahlzeit blende ich hier ein. Also schon ordentlich für die erste Mahlzeit. Aber ich habe damit überhaupt kein Problem. Also ich war, bin schon immer ein guter Esser. Und jetzt, wie ich es erklärt habe, aufs Essen konzentrieren, Essen ansehen, nicht ablenken, nicht am Handy sein. Ganz wichtig, auch für die Verdauung, ordentlich kauen, nicht ablenken lassen. Ist für viele eine richtige Challenge, merke ich auch immer wieder bei meinen Coaching-Klienten, aber jeder sagt dann, hey, es hilft wirklich. So, und jetzt Klappe halten und essen. Schatz, Chris meinte, du sollst mich massieren. Da steht das sicher nicht. Ja, sie hat halt geschrieben,
entspannen, Beine hoch. Mach ich schon. Das heißt, jetzt bekomme ich von meiner wundervollen Frau eine Massage. Sie ist übrigens Physiotherapeutin. Augen auf bei der Partnerwahl. Full day of eating. Morgen, Donnerstag. Startet aber schon heute am Mittwoch um 18 Uhr, weil ich nämlich meine Porridge-Mahlzeit schon über den Tag vorher mache, damit das Porridge schön durchzieht im Kühlschrank dann einen Tag, denn dann schmeckt es mir am besten. Und wie ich das Ganze jetzt mache, das zeige ich dir. Es gibt 150 Gramm Haferflocken, 75 Gramm Total Protein, Schokokaramell und 30 Gramm Erdnussbutter und im Porridge zusätzlich 5 Gramm Salz innen drin und 2 Gramm Salz als Topping. Starten wir mal mit 5 Gramm Salz. Ich habe mir für die Prep extra so eine Waage gekauft, die ganz genau ist. Gucken wir mal, ob wir es hinkriegen. Ja, machen wir, hüpft ja auch drüber. Ja, 4,9 genügt jetzt auch. Dann natürlich 150 Gramm Haferflocken. Perfekt. So, und jetzt kommt noch die vierfache Menge Wasser mit rein und dann geht's für 9 Minuten in die Mikrowelle. Porridge ist fertig und jetzt hat das eine richtig geile Konsistenz, am Rand sogar schon ein bisschen eingetrocknet. Jetzt nochmal gut durchrühren, dann kommt das Total Protein rein, schön vermischen und dann kurz stehen lassen und dann kommt noch die Erdnussbutter drauf. Ergebnis zeige ich gleich, weil mit einer Hand rührt sich sehr, sehr schwer. Wichtiger Tipp ist mir noch eingefallen, also Proteinpulver ist jetzt drauf, jetzt vorsichtig unterrühren. Man denkt, man braucht Wasser, ist aber nicht so. Einfach vorsichtig alles gut durchrühren und dann wird es eine richtig, oder dann bekommt es eine richtig, richtig geile Konsistenz. Ergebnis zeige ich gleich. So, ist jetzt umgerührt und du siehst schon, durch das Total Protein hat das jetzt so eine geile Konsistenz bekommen. Richtig, richtig geil. Das heißt jetzt glatt rühren, glatt streichen, dann kommt es ans Fenster, bisschen abkühlen und dann kommt oben in der Mitte die Erdnussbutter rein. Porridge steht am Fenster und was jetzt richtig geil ist, ist der Löffel. Der ist jetzt nämlich voll mit Total Protein und Haferflocken und das kann man jetzt schön runterlecken. Richtig geil. Jetzt sieht man ganz schön, gleich die Kruste hat sich schon gebildet, wie bei einem Pudding sozusagen. Jetzt kommt die Erdnussbutter drauf und hier Trick 17, Erdnussbutter draufstellen, Waage auf 0 und dann rauskratzen. Ja, ich brauche jetzt wahrscheinlich zwei Hände, aber man sieht das Prinzip, dann sieht man, wie viel man genau rausgenommen hat. Natürlich Minus jetzt, klar, logisch, aber dann ist es ganz genau. Und bei mir sind es 30 Gramm, also fast ganz genau. Und jetzt kommen nochmal 2 Gramm Salz obendrauf und dann geht das Ganze ab in den Kühlschrank für morgen. Dann ist die Mahlzeit ready. Massage ist durch und jetzt gibt es eine meiner Lieblingsmahlzeiten. Und zwar gibt es 150 Gramm Haferflocken mit 75 Gramm Total Protein, Schokokaramell, 5 Gramm Salz untergemischt. Und dann gibt es ja obendrauf die 30 Gramm Erdnussbutter und darauf nochmal 2 Gramm Salz. Das Ganze kommt jetzt nochmal für 6 bis 7 Minuten in die Mikro und dann ist es innen schön heiß. Oben bildet sich eine leichte Haferflockenkruste und die Erdnussbutter ist dann schön flüssig und dann wird das Ganze in 3 Schritten gegessen. Schön heiß, oben die Kruste und jetzt werden die 30 Gramm Erdnussbutter in 3 Schritten erstmal weggelöffelt. Das ist so das Beste. Die Erdnussbutter ist jetzt warm, flüssig, nicht heiß. Einfach nur genießen. Ich könnte mich reinlegen. Als nächstes dann die Kruste weglöffeln.
Und jetzt streich alles durchrühren, jeden Krümel auch vom Rand mitnehmen. Aber Obacht, sehr heiß. Das lasse ich mir jetzt schmecken und dann geht's am PC. Arbeiten, Trainings- und Ernährungspläne schreiben. Wenn du auch einen individuellen Trainings- und Ernährungsplan möchtest, einfach mal unten in die Bio gehen, in die Videobeschreibung, so heißt es, und da findest du den Link und dann kannst du dir deinen individuellen Plan holen. Du bekommst von mir einen Fragebogen, auf dessen Basis ich dann deinen ganz persönlichen Trainings- und Ernährungsplan erstelle. Aber jetzt geht es erstmal ins Essen. Jetzt geht es ans Arbeiten und ich sehe gerade, hier sieht man schon Chaos, weil wir nämlich diesen Monat noch umziehen werden. To-Do-Liste steht hier. Pläne, Kokomor Story, More Sleep Story, Post, Info Story stehen an. Damit ich aber jetzt ordentlich durchballern kann, weil die Chaos machen schon ein bisschen müde, gibt es jetzt die beiden neuen Synergy Geschmäcker. Boom! Iced Tea Lemon und einmal Tropical Passion. Ich freue mich riesig jetzt drauf. Die waren gerade kurz in der Tiefkühltruhe. Ach komm, Live-Geschmackstest muss sein. Eistee, Zitrone. Geil. Wie ein Zitronen-Eistee. Nur immer alles. Energy mit Koffein, Vitamin C und Guarana. Und einem Gramm Carnitinprodukte. Und jetzt kommt Tropical Passion. Schmeckt dir dieses Solero-Eis? Boah. Okay, ciao. Beide natürlich ohne Kohlensäure. Das heißt, die laufen jetzt gleich wie nichts in mich rein und dann geht's ans Arbeiten. Ich freue mich schon, wenn ihr sie euch auch holen könnt. Die Geschmäcker sind wirklich wieder Bombe, sind uns Bombe gelungen. Sehr geil. Jetzt geht es auch schon weiter und zwar mit Mahlzeit Nummer 3 und Mahlzeit Nummer 4. Mahlzeit Nummer 3 wird sein 200 Gramm Basmati-Reis, Trockengewicht und 75 Gramm Total Protein Schokokaramell, also Milchreis ohne Milch. Und danach 200 Gramm Basmati-Reis und eigentlich 200 Gramm gefrorene Ananas. Allerdings sind sie mir ausgegangen. Jetzt gibt es nur noch 88 Gramm. Und heute gibt es auch wieder 30 Gramm Salz, Blutdrucksalz. Blutdrucksalz ist eine Mischung aus Natrium und Kalium. Das sollte man oder kann man verwenden, wenn man sehr, sehr viel Salz, um einfach ein gutes Natrium-Kalium-Verhältnis zu haben. Ich verwende es grundsätzlich, weil ich sehr, sehr viel salze und das dann einfach von Vorteil für meine Gesundheit ist. Und zusätzlich wieder 15 Liter Wasser. Da zählt natürlich alles mit rein, also auch Synergy oder ein Becher Kaffee von vorhin etc. Also insgesamt 15 Liter Flüssigkeit. Das Ganze bereite ich jetzt vor in meinem Mikrowellen-Reiskocher. Kommen jetzt 400 Gramm rein und dann noch 1,2 Liter Wasser. Also immer die dreifache Menge. Ich mag es sehr, sehr ja, pumpig, matschig, wie man es nennen will. Und dann für 20 Minuten in die Mikrowelle. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Wird dann umgerührt. Bei den Ananas und beim Milchreis ohne Milch kommen jeweils schon 2 Gramm Salz mit rein. Im Post-Workout war auch 2 Gramm Salz. Und im Porridge waren ja schon 7 Gramm Salz. Und in der Ernährung habe ich heute auch 7 Gramm Salz. Das heißt, im Abendessen sind dann noch 8 Gramm. Habe ich jetzt richtig gerechnet? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, dass ich sozusagen insgesamt auf 30 Gramm kommt in der letzten Mahlzeit, ist kein Salz mit drin, beziehungsweise nur das, was halt so natürlich drin ist. Da mag ich kein extra Salz mit drin haben. Genau, und jetzt geht's los. Reis ist jetzt gekocht und die 400 Gramm teilen wir jetzt auf 2 Portionen auf und dann zeige ich dir, wie ich den Milchreis ohne Milch mache. Hier kommen immer wieder Fragen, obwohl es eigentlich so simpel ist. Reis kochen, eine Schüssel. Total Protein drüber, vielleicht noch einen Schuss Wasser, damit es ein bisschen ja, flüssiger, cremiger wird, je nachdem, wie du es möchtest. Und das war's dann auch schon. Das erste ist schon ready. Ananas und Reis einfach vermischt.
Jetzt haben wir hier den Reis drin. Dann kommen die angesprochenen 75 Gramm rein. Ich habe mir übrigens eine ganz feine Waage jetzt gekauft. Nicht, weil ich übertrieben genau sein will, sondern wegen dem Salz, das ich hier abwiegen muss. Deswegen war das ganz praktisch. Ansonsten hätte ich es nicht gemacht, aber ja. Wenn wir es schon haben jetzt, Schuss Wasser ist drin. Jetzt heißt es, ja, vorsichtig umrühren. Essen ist ready und Mahlzeit Nummer 3 und Nummer 4 gibt es jetzt hintereinander. Bis ich damit fertig bin, ist es wahrscheinlich 3:30 oder so. Ich bin nämlich ein sehr, sehr langsamer Esser auch. Und was mir aber hier immer super hilft, beim Verdauen vom Essen oder allgemein für meine Verdauung, ist unser Kurkumor. Wenn das Video online ist, habe ich wahrscheinlich auch schon mein Story-Highlight veröffentlicht in Instagram, wo ich die ganzen Vorteile vom Kurkumor erkläre. Für mich wirklich ein super Supplement, das wirklich einen super Mehrwert liefert. Und ja, jetzt lasse ich es mir schmecken und du darfst mir zusehen im Zeitraffer. Jetzt zeige ich dir aber erst noch, wie der Milchreis ohne Milch aussieht. Also ich habe einen Schuss bisschen mehr Wasser jetzt mit rein. Zieht jetzt nochmal schön nach. Durch das Total Protein wird es dann richtig, richtig schön cremig. Wasser natürlich abgewogen von der Wasserflasche. Und danach gibt es dann Reis mit Ananas. Und ich sehe gerade die ersten Carbs kommen richtig gut an. Vom Chris übernommen. Du bist schuld. Ab morgen reduzieren wir das Nahrungsvolumen, die Kohlenhydrate, um sozusagen ja dann Magen-Darm-Trakt etc. überschüssiges Wasser wieder zu verlieren und dann optimal am Sonntag in Form zu sein. Aber sowas Pralles, das hat schon was. Ich freue mich schon dann danach auf die Off-Season. Ich merke schon, wie jetzt so die letzten Tage die Laune, die Energie, alles wieder steigt, weil der Körper wieder Essen bekommt. Richtig, richtig geil. Aufs Essen konzentrieren, gut kauen, fokussiert sein. Handy weglegen, nicht irgendwas machen. Das hilft dir einfach allgemein beim Essen registrieren, bei der Verdauung, dass du ordentlich isst und ja, mal runterkommst. Einfach mal nichts tust außer essen. Und das fällt wirklich vielen, vielen sehr, sehr schwer. Ich weiß, ich soll es nicht machen, aber ich muss doch den Full Day of Eating anteasern. Manchmal bin ich echt selber verwundert, wie viel ich essen kann. Waren jetzt 4 Stunden und schon 3 große Mahlzeiten weg. Das ist auch ein Grund, warum ich früher immer wieder, oder warum ich dick war, beziehungsweise warum ich in der Offseason immer wieder ja, zu viel drauf hatte. Es hat immer geheißen, ja, du musst viel essen als Bodybuilder, du musst viel essen. Und wenn du gute Lebensmittel isst, Bodybuilder essen oder so, typisch Pute, Reis, Brokkoli, dann kannst du gar nicht fett werden. Ja, die haben halt ohne die Rechnung ohne meine Essenskünste gemacht. Wie gesagt, andere kämpfen mit der Hälfte und ich inhaliere es so weg. Also ich bin und war schon immer ein guter Esser. Gibt es eine kurze Geschmacks-Handy-Pause und dann geht es weiter mit der Mahlzeit. Währenddessen drücke ich aber auf Stopp. Weiter geht's mit der Mahlzeit. Ja, am Sonntag ist ja der Wettkampf. Ich hoffe, ich kann ein bisschen was filmen. Den Livestream, den Abschnitt werde ich auf jeden Fall aufnehmen dann. Was es aber auch geben wird, am Tag nach dem Wettkampf, ist mein persönlicher Cheat Day. Ich plane an dem Tag dann nicht irgendwie random alles essen, sondern Lebensmittel, an die ich schwer rankomme. Oder Sachen, die schwer zu tracken sind. Da habe ich auch schon was geplant. Oder ja, die sich schwer einbauen lassen. Haut doch mal in die Kommentare, was das sein könnte und wo du
unbedingt hingehen würdest an einem Cheat Day. Cheat Days sind in der Regel für 99,9% der Leute Bullshit, nicht machen. Also wenn du eine Diät machst und einmal in der Woche oder alle zwei Wochen Cheat Day planst, wo du dir hart die Kante gibst, tu es nicht, denn das fördert nur eine Essstörung und zerstört deinen gesamten Diäterfolg, je nachdem wie groß du drüber ballerst. Wenn jemand wie ich das jetzt mache, nach 21 Wochen Diät, Wettkampfdiät, wo ich mich jeden Tag an die Makros und Kalorien gehalten habe, und das einmal mache, mit einem Körperfettanteil von, ich sage es mal, 6%, bin ich ungefähr 5%, je nachdem, weiß ich jetzt nicht genau, und das dann einmal mache, dann ist es kein Problem. Es hat keine negativen Auswirkungen auf mich. Und dann kann man es mal machen. Ob ich überhaupt so richtig eskaliere, weiß ich jetzt noch gar nicht. Gerade nach so einer Wettkampfdiät oder in einem Wettkampfdiät ist der Food-Focus natürlich sehr, sehr groß. Und die Augen und der Appetit sind meist größer, als es dann wirklich ist. Ich habe es mal grob ausgerechnet. Wenn ich das alles esse, was ich jetzt so mal geplant habe, bin ich so bei 7.500 Kalorien. Dann kommt noch ein Restaurant dazu. Zwei spezielle Süßigkeiten sozusagen, um es nicht zu verraten. 20.000 kommen, wenn ich das alles esse. Mal gucken, also volumentechnisch ist es sehr gering. Und wie gesagt, das lässt sich nicht tracken, deswegen will ich es an dem Tag dann essen. Und dann geht es direkt aber wieder back on track, weil ich, wie gesagt, volles Potenzial ausnutzen will. Auf der Bühne zu stehen, ohne Schwächen. Schwächen sind ja hauptsächlich Rücken, Schulter, Brust, Arme. Das ist eigentlich der gesamte Oberkörper. Aber die Beine kann ich jetzt auch wieder ordentlich trainieren. Also das sollte ein richtig geiles Paket rüberkommen. Und deswegen bin ich auch nochmal so motiviert. Und ich habe es in meinem Back to the Roots Video erklärt, verlinke ich hier auch mal, dass jetzt einfach wieder die Möglichkeit da ist, Gas zu geben und ich auch richtig Bock habe, motiviert bin. Und mit euch werde ich es natürlich alles teilen zum Essen und dann wieder arbeiten. Wie soll es auch anders sein? Ich bin schon wieder am Kochen. 300 Gramm Basmati-Reis, Trockengewicht mit der dreifachen Menge Wasser. Und hier liegen schon 100 Gramm Kaisergemüse. Mehr gibt es nicht, soll nämlich die Belastung, die Verdauung nicht so sehr belasten. Und 150 Gramm Hühnchen. Die restlichen Proteine decke ich hauptsächlich durch Total Protein und Magerquark. Und was halt sonst überall drin ist, in Reis, Haferflocken und so weiter. Sobald der Reis fertig ist, mache ich auch das Gemüse. Brat kurz die Hähnchenbrust mit an und dann wird das Ganze ordentlich gesalzt. Ich glaube 8 Gramm Salz kommt noch mit dazu. Bisschen Pfeffer, bisschen Paprika und dann war es das auch schon für diese Mahlzeit. Eine, und zwar eine richtig leckere, steht dann noch zum Schluss an. Reis ist fertig. Sind auch schon 8 Gramm Salz mit drin, bisschen Pfeffer. Jetzt kommt noch Paprikapulver mit rein. Und hier drüben kocht auch schon oder brät schon das Gemüse und Fleisch. Ist auch gleich fertig. Dann wird das Ganze zusammengerührt und ist schon wieder ready to eat. So, Essen ist ready. Ich muss sagen, das Verhältnis von Reis zu Hähnchen und Gemüse ist ein bisschen reislastig, aber ja, so ist es beim Laden mit 1,1 Kilo Kohlenhydraten. Der Reis hat ja jetzt 300 Gramm, dann nochmal 900 Gramm Wasser, das heißt 1,2 Kilo und nur 150 Gramm Hähnchen und 100 Gramm Gemüse. Frau ist in ein paar Minuten da. Klingelt dann, während ich beim Essen bin. Soll sie vor der Tür warten, bis ich fertig gegessen habe. Alles klar, Schatz. Mach sofort die Tür auf. Was? Nee, natürlich stehen wir da auf und öffnen der Frau die Tür. Da, jetzt gibt's Essen.
Da drüben steht's. Da freue ich mich jetzt dann auch schon wieder drauf. Aus Trüffelpulver. Ah, sehr, sehr geil. Kann ich leider nicht essen. Weil es eine Würzmischung ist und ich das Salz nicht genau tracken kann. Daher steht's hier. Frau verwendet es. Aber ab Montag kann ich es auch wieder verwenden. So läuft's. Da kommt die Frau nach Hause und reißt einem das Shirt vom Leib, um es dann zum Waschen zu bringen. Ich habe dann einfach weiter gegessen und bin jetzt fertig. Und später gibt es noch die letzte Mahlzeit. Jetzt gibt es die letzte Mahlzeit des Tages. 250 Gramm Magerquark mit 6 Gramm Chunky Flavor Erdbeere. Aber die vegane Version, die feiere ich nämlich mehr, weil sie nämlich statt weiße Schokoladenstückchen Fruchtstückchen hat. Und zwar getrocknete Erdbeerstückchen. 150 Gramm Schoko Krispies. Die Kombination finde ich auch sehr, sehr geil. Das fruchtige erste Erdbeer mit Quark und dann sozusagen die Schoko Krispies, die Schokolade, die sie abgeben. Richtig, richtig geil. So sieht das Ganze dann aus. 250 Gramm Magerquark mit ein bisschen Wasser und Chunky Flavor Erdbeere, den veganen mit den Fruchtstückchen. Das ist das hier. Kommt auch bald raus. Ich weiß noch nicht wann. Aber sehr, sehr bald. Und die Stückchen sehen wirklich richtig, richtig geil aus. Das Ganze wird jetzt verrührt. Und dann noch 150 Gramm Schoko Krispies drauf. Die letzte Mahlzeit des Tages. 250 Gramm Magerquark mit 6 Gramm Chunky Flavor Erdbeere. Und 150 Gramm Schoko Krispies. Das war mein Full Life Eating. Die gesamten Makros blende ich hier nochmal ein. Und ansonsten, ja, würde mich freuen, wenn du das Video likest, mir einen Kommentar da lässt, wie es dir gefallen hat, den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, damit du jederzeit Bescheid weißt, wenn ein neues Video kommt. Und ja, das gibt es jetzt noch und dann geht's ab ins Bett. Und morgen bin ich dann schon auf die Form gespannt und in 3 Tagen stehe ich auf der Bühne. Drück mir auf jeden Fall die Daumen, wünsche mir viel Erfolg. Wenn das Video aber ja, online ist, ist der Wettkampf wahrscheinlich schon vorbei. Ich wünsche eine gute Nacht.